Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, eben in der Vesper haben wir es noch gesungen und wir hören es eigentlich bei jedem Apostelfest, dieses merkwürdige Wort, das ja nicht wenigen in der Kirche heute ganz sauer aufstößt. Du bestellst sie zu Fürsten über die ganze Erde. Nun, wir als demokratisch gesinnte Menschen ertragen natürlich solche Aussagen nur noch schwer, zugegeben. Wie ist das also mit den Fürsten, mit jenem Wort, das wir von den Aposteln sagen? Und es ist vielleicht berechtigt, besonders heute darüber nachzudenken, da wir noch einmal eine Verschärfung erleben, wenn wir von den Princeps Apostolorum, von den Apostelfürsten Petrus und Paulus sprechen. Manche Gemüter beruhigen sich dann schnell, wenn man sagt, es sind Worte aus dem Psalm. Dann finden sie es schon nicht mehr so tragisch, immerhin stehen sie in der Bibel. Aber was bedeutet es? Jenes schöne Psalmwort aus dem Psalm 45, mein Herz wallt auf zu einem guten Wort, meine Zunge soll sein wie der Griffel eines flinken Schreibers, das ist der Beginn des Psalms, in dem von der Königstochter die Rede ist. Und die Väter haben immer diese Königstochter als die Kirche verstanden, die zu einer Vermählung geführt wird, die ins Brautgemach, zum König, zu Christus geführt wird. Und dann heißt es am Ende dieses Psalms, an die Stelle der Väter treten deine Söhne. Du bestellst sie zu Fürsten über die ganze Erde. Und auch das ist sehr alt, sonst würde sich das nicht bei allen Aposteln im Offizium finden, dass die Väter sagen, diese Söhne, die über die ganze Erde gehen, das sind die Apostel. Sie haben im Wirken der Apostel, allen voran im Wirken des Petrus und des Paulus, diese Principes, diese Prinzen der Kirche erkannt. Es ist merkwürdig, wenn der Papst, der offenbar gar nicht müde wird, angesichts seiner Kurie, immer die Kardinäle, vor allen Dingen wie gestern beim Konsistorium oder immer vor Weihnachten, da wird es besonders heftig, zu ermahnen, dass man sich anständig benehmen soll, dass man demütig sein muss und dass man sich nicht eben wie Aristokraten aufführen soll. Das ist aber nur die moralische Seite. Natürlich, wir wissen alle, dass es in der Kirchengeschichte leider über Jahrhunderte negative Beispiele gegeben hat. Es soll sie sogar in der Gegenwart geben. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was jene Aristokratie der Apostel ausmacht. Ihr Adel ist es, und das ist das, was wir heute feiern, hier, in diesem Gottesdienst, dass sie mit ihrem ganzen Schicksal, mit ihren ganzen Lebenshandlungen am Schicksal Christi teilnehmen, am Geschick ihres Königs. Das ist ihr Adel. Nicht ein vermeintlich blaues Blut, nicht die dicke Geldbörse und nicht der entsprechende Lebensstil. Nein. Es ist allein ihre Zugehörigkeit und, so sagt die Kirche noch deutlicher, ihre Abstammung von jenem König. Sie sind Söhne jenes Königs. Denn, wie Paulus sagt, das Evangelium hat sie gezeugt. Die Botschaft der Apostel hat sie und, wir sollten immer daran denken, hat uns gezeugt. Es ist ein großer Kreis, der entsteht. Wenn wir heute vom Glauben sprechen, denken wir, wir reden, und das ist typisch für unsere Zeit, auch für unsere westliche Gesellschaft, wir reden von individuellen Dingen. Und dann ist es ganz wichtig, was ich glaube, und dann frage ich, was du glaubst. Das ist nicht der Glaube der Kirche. Wer glaubt, wird hineingezeugt durch die Taufe im Evangelium in die Gemeinschaft der Apostel. In diesen großen Kreis, der mit den Aposteln beginnt. In dieses große, wenn man so will, in diese große Schicksals- und Heilsgemeinschaft der Erlösung, des Kreuzes und der Auferstehung Christi, an der die Apostel teilhatten, an der wir teilhaben durch den Glauben. Es geht nicht, natürlich ist das Subjekt des Glaubens mein Individuum. Ich kann mich nicht einfach auflösen. Aber wir sind gehalten und getragen. Wir können nicht glauben ohne die Gemeinschaft der Kirche, ohne jenen Adel der Kirche, den die Apostel am Anfang bilden.
Das ist es, was jener Psalm uns, vor allen Dingen, wenn wir ihn als Ganzen in der Matutin dieses Tages und der Apostelfeste beten, in Erinnerung ruft. Der große Kranz des Glaubens, der diesen Tag und jeden Aposteltag im Jahreskreis, wie die alten Gebete zum Tag gesprochen haben, konsekriert und ins hineinstellt, uns neu hineinwirft aus unseren einzelnen Versponnenheiten, die wir haben mögen, in jenen Adel der Kirche, der weiß, wo er herkommt und wozu er da ist. Er kommt von Christus und geht stündlich auf ihn zu.